redet davon, eine komplette Zerstörung des Ritus, eine komplette Zerstörung des kulturellen Gedächtnisses. Bei Lorenz ist es ganz von außen deshalb eigentlich ernst zu nehmen. Ich habe sämtliche Legionen von Dämonen versammelt in der kirchenpolitischen Auseinandersetzung, gerade auf dem Schauplatz, und das ist ein Kriegsschauplatz, der Liturgie der letzten 50 Jahre. Auf der einen Seite abschaffen, kann man heute nicht mehr nehmen, ist out, versteht keiner mehr. Und auf der anderen Seite die neueste Äußerung aus dem Jahr 2013. Der Text ist es dann doch wieder wert, im 21. Jahrhundert in seiner sperrigen und auch vielleicht fremden Form wieder bedacht zu werden. Sind die Gebete, und wir werden davon permanent bombardiert. Sie können irgendwo eine Fortbildung machen. Das kann von mir so, das ist ja bei uns hier auch ähnlich, so wie in der Volkshochschule oder so etwas sein. Ja. Überall haben sie diese grundsätzliche Infragestellung auch der Größe Kirche. Aber das hängt natürlich mit unserem Glaubensleben zusammen. Wie ist das denn, wenn wir dann ein solches Gebet sprechen in der Messe oder es mitbeten und es hören? Das ist ein sehr schleichendes Gift, vor dem niemand gefeit ist. Und das finde ich gerade für das geistliche Leben sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass wir gut beraten wären zu sagen, ja stimmt, das war ein Irrtum mit der Kirche, das haben wir jetzt wissenschaftlich herausgefunden, also das ist dumm gelaufen, ja, Jesus war ein netter Schluffi, das war es dann aber auch, ja, und dann ist der irgendwie, hat sich dumm politisch verhalten, dann haben sie ihn aufgehängt, gut, bisschen Schwund ist immer, dumm gelaufen, ja, also das war natürlich nicht so schön. Und dann kam aber diese, sehr früh schon mit Ignatius schon und so, kam diese Kirchenväter-Clique, dieses machtgeile Pack, ja, das sich dann irgendwo zusammengerottet hat. Merkwürdigerweise haben die relativ unabhängig voneinander gleich gedacht, aber sicher waren die vernetzt. Prism wahrscheinlich schon irgendwie, hatten die schon, ja. Und dann haben die sich was ausgedacht, ja, wie die Leute für dumm verkaufen können und so, dass sie knechten können, ja, so, das ist also die klassischen Prinzipien. Und vor allen Dingen können die können gar nicht so ihre Libido ausleben, wie sie so wollen und sollen und so. Und dann kam die böse Kirche. Und dieses Gespinst, ja, dieser Krebs hält sich in der Weltgeschichte bis heute, aber jetzt ist ein Ende abzusehen, ja. Wir schaffen uns ja gerade selber ab.